heutigen Video soll es darum gehen, wie man seinen Garten so bewirtschaften kann, dass Kaninchen und Menschen trotzdem noch Freude am Garten haben können. Leider schmecken die Dinge, die den Menschen schmecken, auch den Kaninchen recht gut. Und lässt man die Kaninchen nur auf die Wiese, schaffen sie es in Windeseile tiefe Löcher zu buddeln. Aber auch auf dem Balkon sind sie sehr einfallsreich, wenn es darum geht, Geranien zu vernichten. So schön wird eine Wiese, wenn man sie nur einmal im Jahr mäht und sie ist dann gleichzeitig Hausapotheke für Kaninchen mit allerhand Kräutern oder Blumenlieferant eines Straußes, den man fressen kann. Damit die Kaninchen den Gemüsegarten oder die Blumenkübel in Ruhe lassen, ist es angebracht, eine Ecke im Garten abzutrennen, in der extra für die Kaninchen angesät wird. Welche Pflanzen sich für die Tiere eignen, werde ich gleich beschreiben. Ganz zeitig im März kann man schon Rucola und Schnittsalat sehen. Das geht ruckzuck auf und ermöglicht viele Ernten. Mohnblumen, Kornblumen, Malven und Ringelblumen sind auch sehr dankbar und wachsen fast wie Unkraut. Dieser leckere Salat enthält Petersilie. Petersilie keimt recht schwer, deswegen lieber kleine Pflänzchen kaufen. Im Spätsommer freut man sich dann über getrocknete Kräuter in bunt bemalten Gläsern. Eine leider noch recht unbekannte Pflanze ist Topinambur. Topinambur wächst in jeder Ecke des Gartens, egal wie dunkel oder wie schlecht der Boden ist, und bringt reichlich Erträge. Die Pflanze wächst bis zu 2 Meter hoch, hat leuchtend gelbe, wunderschöne Blüten und je mehr man sie abschneidet, umso stärker verbuscht sie und kann so das ganze Jahr über als Futter für die Kaninchen dienen. Die Knollen essen die Kaninchen auch sehr gern. Wir zweigen uns die größten ab und nehmen sie als Beilage zu Fleisch anstelle von Kartoffeln. Für Diabetiker ist es auch ein äußerst geeignetes Gemüse, da der Zucker nicht verstoffwechselt werden kann. Hier sieht man ein junges Pflänzchen, was ich gerade mal ausbuddle. Und hier entstehen an der Wurzel schon die ersten Knollen. Meine Kaninchen, ach, hier sind sie ja schon. Und ich werde euch zeigen, wie begeistert die sind, wenn es Topinambur gibt. Komm her, Tiffy. Komm. Komm her, meine Gute. Tiffy. Hier. Na komm. Sie wird es gleich mitnehmen. Ich könnte es ihr ja noch klauen. Friedrich hingegen hat es verpennt. Der liegt hier hinten und schläft. Aber ich gucke jetzt mal, ob ich ihn damit wach. Riecht das gut, Friedrich? Du bist kurz vor Schlafen, gell, mein Kleiner. Was haben wir denn da? Na, sag mal, wo bist denn du? Seht ihr? Lecker, lecker, lecker. Topinambur, was ganz, ganz Feines für die Kaninchen. Und schnell weg, Etevi kommt und ihn klaut. Selbst im müden Zustand muss das erstmal in Sicherheit bringen. Solange unsere Samen aber noch nicht aufgegangen sind, werden wir unsere Kaninchen erstmal mit Unkräutern oder, wie ich besser sage, Wildkräutern aus dem Garten verwöhnen. Und da gibt es jetzt schon allerhand zu finden. Und in einem weiteren Video werde ich mal darüber berichten, welche Kräuter für Kaninchen besonders lecker sind. Zum Schluss noch ein paar Impressionen von unseren frühlingsmüden Kaninchen.